Währungsreform als Mittel und Möglichkeit der Entschuldung? Natürlich ein ernstes Thema, aber es gibt Warnzeichen, die jeder erkennen kann. Mehr dazu in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch gut. Ja, in dem Video Deutschland vor der Pleite? Fragezeichen bin ich auf die verschiedenen Möglichkeiten eingegangen, wie sich ein Staat entschulden kann. Wenn ihr euch das Video noch nicht angesehen habt, dann holt das bitte nach. Ist quasi die Grundlage für die Ausführungen, die ich heute machen möchte. Die Währungsreform ist natürlich das krasseste Mittel der Entschuldung. Sie kommt dann, beziehungsweise kam in der Vergangenheit dann zum Einsatz, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gab. Wenn also die Verschuldungsspirale sich so weit nach vorne entwickelt hat, dass keine Möglichkeit mehr bestand, sich in irgendeiner Form über normale Steuereinnahmen in irgendeiner Form zu refinanzieren und der Staat reagieren musste, um den Fortbestand des Landes in irgendeiner Form zu sichern. Hatten wir das letzte Mal 1948. Nun werden natürlich die Volkswirte zu Recht anmerken, hallo, da war ja noch der Euro. Richtig, Euro, Teuro, völlig klar, der Euro hat in einigen Bereichen dazu geführt, dass Produkte teurer geworden sind. Die Inflation ist nicht wesentlich gestiegen. Ich lasse den Euro jetzt mal aus der Geschichte der Währungsreform raus, denn wir, die meisten, verstehen darunter natürlich einen harten Einschnitt, gegen den man sich nicht wehren kann. Und auch wenn der Teuro, jetzt habe ich es schon selber gesagt, wenn der natürlich nicht spürbar für viele etwas verbessert hat, muss man unter dem Strich einfach bilanzieren, der Euro ist für Deutschland als Exportnation eher zum Vorteil gewesen. Und wir möchten ja hier über Dinge sprechen, die eventuell für uns persönlich als Sparer, als Anleger Nachteile bedeuten. Und da ist es dringend notwendig, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, um eben auch festzustellen, wie gehe ich denn seriös mit diesem Thema um? Denn es bringt einfach nichts, irgendeine Panik zu kreieren und zu sagen, guckt, was die damals gemacht haben, die haben den Bürger enteignet, so wird es wiederkommen und vergrabt euch in euren Bunkern und gut. So etwas ist nicht seriös, weil es vor allen Dingen auch nicht wahrscheinlich ist. Das heißt nicht, dass nun alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Das heißt aber, dass wir auf diese Dinge anders reagieren müssen, als es damals notwendig gewesen wäre. Also, für einen Blick in die Zukunft ist es immer wichtig, dass man einmal in die Vergangenheit guckt. Währungsreform als Mittel der Entschuldung ist für den Staat ein praktikables Mittel. Wir erinnern uns, 1948, Deutschland war der Verlierer des Krieges, der Staat war pleite. Ich habe es schon in dem Video gesagt, faktisch kann er aber nicht pleite gehen, also sein Fortbestand endet ja nicht und er verkauft dann sein Land an andere. Der Krieg hat schon dazu geführt, dass die Grenzen wesentlich enger wurden, aber selbstverständlich als Land haben wir weiter existiert. Rasiert wurden damals die Sparkonten. Für 100 Reichsmark gab es zunächst 5 D-Mark und später noch einen Nachschlag von 1 D-Mark und 50. Das entsprach einer Enteignung über diese Währungsreform um ungefähr 40%. Also die Spareinlagen waren über Nacht 40% weniger wert. Könnt ihr jetzt ja mal bei euch selber überlegen, was das für euch bedeuten würde. Rechnet man noch die Inflation seit 1923 hinzu, dann waren Geldwerte innerhalb von 25 Jahren 94% weniger wert. So. Die Schulden, da könnte man ja sagen, ja, wenn die Schulden umgestellt werden, ist ja alles kein Problem. Ich verschulde mich einfach hoch, warte auf die Währungsreform und dann war es das mit den Schulden. So funktioniert es natürlich nicht. So dusselig verhält sich natürlich der Staat nicht. Die Schulden wurden nämlich damals nicht in gleicher Weise gesenkt. Aus 100 Reichsmark wurden 10 D-Mark Schulden. Ihr seht, aus 100 Reichsmark Guthaben wurden zunächst 5 Mark und dann nachher 6,50 Mark. Aus 100 Mark Schulden wurden 10 D-Mark Schulden. Ihr hattet also weniger, beziehungsweise die Menschen, die zu der Zeit davon betroffen waren, hatten also weniger im Portemonnaie auf dem Konto.
Ihre Schulden sind aber nicht in gleicher Weise gesenkt worden. Das war damals eine eigentlich indirekte, aber doch ziemlich direkte Bankensubventionierung. Die Banken waren damals am Boden. Das ist zumindest eine Parallele zu heute. Und ja, die Schulden waren also keineswegs weniger, sondern haben den Sparer noch mehr belastet als vorher. Jetzt schauen wir mal, wie wahrscheinlich eine solche Währungsreform heute wäre. Eher unwahrscheinlich, und das ist noch höflich formuliert, es ist extrem unwahrscheinlich, dass eine Währungsreform auf diese Art und Weise wieder abläuft, denn das Kapital ist heute viel flüchtiger als damals. Ja? Ihr wisst es, ich trade an der Börse, ich kann jetzt rübergehen und ich kann innerhalb von Millisekunden, meine Hände sind dabei noch das langsamste in diesem Prozess, kann ich mein Kapital in Schweizer Franken oder in japanische Yen oder in US-Dollar schieben. Und man darf nicht vergessen, dass Deutschland 1948 als Kriegsverbrecher und Kriegsverlierer dastand und insofern gar keine andere Wahl hatte. Das wussten auch die Bürger, die hatten den Krieg hinter sich. Man war zu allem bereit. Die Vorzeichen sind heute anders. Das ganz Entscheidende dabei ist, und darum geht es mir, denn ich möchte hier überhaupt keine Spekulation darüber anstellen, wie so eine Währungsreform im Einzelnen aussehen kann. Was ich allerdings feststellen kann, ist, wer mutmaßlich die Verlierer einer Währungsreform sind und was wahrscheinlich ist und was unwahrscheinlich ist an Vorzeichen. Also, im Alleingang ist eine Währungsreform heute nicht mehr möglich. Ein Land wie Deutschland ist im globalen Wirtschaftsraum komplett eingebunden. Und wenn eine Währungsreform auch nur das Wort irgendwo auftaucht, auch nur irgendein Politiker auf die Idee käme, dieses Wort zu benutzen, ich garantiere euch, er wird es nicht tun, dann wäre das Kapital sofort aus dem Land. Das geht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und wir können es uns als Exportnation gar nicht erlauben, so eine Reform oder so eine Maßnahme durchzuführen, ohne andere darüber zu informieren. Denn wir haben natürlich noch darüber hinausgehend ein Problem. Bevor ich zu den Warnzeichen komme, möchte ich euch noch auf eine Eigenart des Euros hinweisen. Beispiel Griechenland. Ihr erinnert euch, Griechenland-Krise. Was ist das riesige Problem innerhalb der Eurozone? Hätte man auch vorher erkennen können, haben einige auch vorher erkannt und angemahnt. Die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone. Also wir haben eine relativ schwache südliche Eurozone, eine relativ starke nördliche Eurozone. Wir hatten ein sehr schwaches Griechenland, was normalerweise, wenn Griechenland noch die Drachme hätte, zu einer Entwertung der griechischen Drachme geführt hätte und damit dann langfristig auch zu einem Aufschwung, zumindest wäre die Chance gegeben. Da Griechenland aber ebenfalls den Euro hatte, konnte Griechenland keine Währung nehmen und die in irgendeiner Form abwerten, beziehungsweise der Markt, die Spekulanten, die Anleger, die Investoren, die konnten die griechische Drachme nicht abwerten und so hatte Griechenland keine Fluchtmöglichkeit. So, und das ist ein wichtiger Punkt. Währungsräume. Wir haben heute den Euro und wir haben den US-Dollar. Euro-US-Dollar ist das größte Währungspaar der Welt. Nicht nur am meisten gehandelt, sondern auch als Währungszone am größten. So, und jetzt kommen wir zu den Warnzeichen. Also, damit möchte ich nochmal ganz klar sagen, aus meiner Sicht stehen wir nicht unmittelbar vor einer Währungsreform. Zumindest kann ich keine Hinweise in diese Richtung erkennen. Das heißt natürlich nicht, dass ich das relativ schnell auch verändern kann, wenn sich die Verschuldungsproblematik nicht ändert. Aber es gibt, wie gesagt, ein Warnsignal. Und wenn ihr alle anderen Sachen vergesst, dann achtet bitte nur auf dieses eine potenzielle Warnsignal. Nämlich, sobald die politische Diskussion, Zeitungsartikel, Nachrichten, also sagen wir mal seriöse Berichterstattung in die Richtung geht, dass es eine denkbare Alternative wäre, Währungen miteinander zu verknüpfen. Also etwa den Euro mit dem US-Dollar zu koppeln. Also feste Währungskurse. Das kann eine Bandbreite sein, das kann auch ein fester Währungskurs sein. Sobald darüber diskutiert wird, das wäre für mich ein massives Warnsignal. Denn wenn man natürlich zwei so große Währungen miteinander koppelt, dann hätte man mit anderen großen Nationen wie beispielsweise Japan oder China darüber vorher geredet.
Und dann ist natürlich keine Fluchtmöglichkeit mehr gegeben. Wenn Euro und US-Dollar miteinander gekoppelt sind, dann kann das Kapital im Falle einer Währungsreform nirgendwo hinfließen. Und das wäre für mich die Grundlage, um eine Reform gleich welcher Art überhaupt durchzuführen. Also hört ihr irgendwo diese Diskussion, Koppelung der Währung miteinander oder der Währungsräume miteinander. Sonderziehungsrechte ist dann noch ein anderes Thema, da gehe ich aber im extra Video drauf ein, soll nicht zu kompliziert werden. Also, wenn ihr das hört, dann ist das für mich ein Warnsignal. Und ihr wisst bereits, wie und wer der Verlierer einer jeden Währungsreform ist. Es war 1948 so und es wäre bei jeder anderen Währungsreform aus meiner Sicht auch so. Die großen Verlierer jeder Währungsreform sind die Sparer. Und zwar die Sparer in Geldwerten. Also Girokonten, Festgeldkonten, Lebensversicherung, überall da, wo Geldwerte drin sind, die sind, sagen wir mal, am größten gefährdet, dass es relativ schnell zu einer Entwertung kommt. Sei es durch eine gewünschte Inflation, sei es tatsächlich durch eine Reform, die durchgeführt, Geldwerte verlieren in dieser Phase. Sachwerte hingegen haben zumindest bei der letzten Währungsreform einen deutlichen Schutz geboten. Also Aktien sind am besten durch diese Zeit der Währungsreform 1948 gekommen. Gold und Silber haben gut abgeschnitten. Auch Immobilien als Sachwerte, als beliebtester Sachwert in Deutschland, waren unter dem Strich ein Schutz vor Entwertung. Allerdings von diesen drei Sachwerten waren Immobilien noch der schwächste, weil bei Immobilien der Zugriff des Staates unmittelbar ist und man sich nicht dagegen schützen kann. Also ich kann eine Aktie per Knopfdruck verkaufen. Ich darf Gold und Silber aktuell noch völlig anonym halten bzw. anonym erwerben. Bei einer Immobilie ist natürlich bekannt, wer die Immobilie wann zu welchem Preis erworben hat. Und da ist der Zugriff des Staates größer. Also auch eine Immobilie hat vor einer Entwertung geschützt, allerdings im 1948 zumindest weniger gut als Aktien und Edelmetalle. So, jetzt haben wir eine Menge besprochen. Ich bin mir sicher, dazu tauchen Fragen auf. Dann stellt die sehr gerne in der Kommentarfunktion, gehen wir darauf ein. Und ganz wichtig, das hier stellt ja meine Meinung dar, meine Warnzeichen, worauf ich persönlich achte. Ich freue mich sehr über eine rege Diskussion, wie ihr das seht. Habt ihr da andere Vorstellungen? Seid ihr vielleicht pessimistischer oder optimistischer? Darüber können wir ja gerne diskutieren. Dazu ist dieses Board ja auch da. Also nutzt gerne die Kommentarfunktion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns sehr bald wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut!